Wir sind wieder zurück, liebe Freunde. Welcome back zum Wi-Fi Battle. Was auch immer für heute für ein Tag ist. Tag einfügen, meine Freunde. Wir sind wieder da. Und heute mit einem anständigen Team. Wir haben im Livestream zusammen mit euch ein Team gebildet. Und zwar ein Team rund um Gortrom rum. Und Freunde, heute wollen wir den ganzen Lachs mal löppen. Wir haben im Livestream ein Team gebildet, versucht, Gortrom in seiner Fähigkeit einzubinden, Teammates zu finden, die auf ihn passen, von der Fähigkeit her, von der Typenkombination her und so weiter. Und das ist unser Team. Wir haben Resladero, Gortrom, Duraludon, Fuegro, Gastrodon und Bandleby. Und wir kämpfen gegen Fenrir. Und der hat ebenfalls ein sehr, sehr starkes Team. Okay, also, wir haben Gastrodon mit Überreste. Da habe ich gespielt mit der Pflanzenbeere. Allerdings haben wir das Grasfeld, was Pflanzenmove verstärkt. Deswegen haben wir uns dann für Überreste entschieden. Wir haben Bandleby, was ich, darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Mal gucken. Das ist, by the way, das erste Mal, wo ich mit denen kämpfe. Und es ist ein paar Tage her, seitdem wir das Team gebildet haben. Also muss ich ein bisschen reinkommen. So, Resladero und Gortrom sind unser Lead. Allerdings hat er sehr viel Elektro- und Flugzeugs dabei. Deswegen würde ich tatsächlich Gastrodon und vielleicht noch Fuegro mitnehmen. I don't know, maybe auch Duraludon mit dem Expertengurt. Duraludon ist eigentlich fast zu gut, ne? Ist eigentlich fast zu gut, um es nicht mitzunehmen. Allerdings hat er halt einen Rotom. Okay, wisst ihr was? Wir nehmen Fuegro mit und wir nehmen Duraludon mit. Wir gehen einfach mal mit den ersten vier Pokémon rein, die wir am Start haben, meine Freunde. So. Let us go. Ich bin sehr gespannt. Wir haben 3 Stunden in dieses Team investiert. Es ist nicht Top-Tier, aber es dürfte eine okaye Kombination sein. Und da haben wir schon ein Problem, denn das Ding kann Sludge Wave und trifft uns somit crazy. Aber wir haben unser Shiny Resladero, was ich aus einem Dynamax, aus einem Dynaraid geholt habe, mit dem Grassamen, was seine Death boostet und seine Fähigkeit aktiviert, was ihn oder sie doppelt so schnell macht. Und jetzt ist die Frage, was wollen wir raushauen? Wollen wir Eisenschädel, wollen wir Steinhagel? Oder wollen wir vielleicht instant einfach nur Sturzflugen? Wir werden es rausfinden. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit Gortrom mache. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf die Dynadüse. Vielleicht geht er für ein Follow Me oder so. Ich habe absolut keine Ahnung. Gehe ich für einen Knockoff auf Gortrom oder was mache ich da? Oder auf eine Pferdestärke. Oh, das ist ein bisschen... Digga. Ja, ich hätte mich umentscheiden sollen. Ich hätte nicht... Ich hätte auf die Dynadüse gehen müssen. Aber Spotlight hätte uns... Ja, nee, ich glaube, es war der richtige Play. Der ganz richtige Play wäre gewesen, wahrscheinlich Gortrom rauszuswitchen gegen Gastrodon. Um mit Gastrodon einfach die Gift-Moves zu resistieren. Das wäre der richtige Move gewesen, vor allem weil das Ding Überreste hat und Gortrom jetzt wahrscheinlich sterben wird. Aber da ich ein Spotlight erwarte, Togekiss geht auf ein Schutzschild. Oh. Okay. Die Frage ist halt, überlebt Gengar überlebt Gortrom eine Schlammboge? Ich glaube nämlich schon. Maybe hat er Matschbombe. Matschbombe wird safe reichen. Er hat die Schlammwoge. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Oh, doch wird es. Hat er ein Life Orb oder so? Scheinbar nicht. Okay. Maybe hat er
Wahlglas. Ne? Maybe hat er Wahlglas. Gut, wisst ihr was, Freunde? Wir machen Folgendes. Wenn er wirklich Wahlglas hat, dann ist Duraludon ein Pokémon, was ihn mit Finster auch einfach rausnimmt. Und er kann nichts dagegen tun. Duraludon ist das beste Pokémon gegen Gengar und gegen Togekiss. Macht beide im, ne? Macht beide solo kaputt. Ja. Machen wir mal die Dynadüse und dann die Finsteraura auf Gengar. Wir dürften outspeeden. Maybe flinchen wir. Also wir outspeeden natürlich erst nach dem Init-Boost von Resladero, ne? Deswegen gehen wir auch auf die Düse und nicht auf den Stein-Move. Ach, das reicht halt nicht, ne? Das reicht halt nicht für ein Togekiss. Aber er ist nicht auf Spotlight gegangen. Das heißt, wir dürften mit Duraludon outspeeden. Und jetzt haben wir ein Assault Vest, Duraludon auf plus 1. Und das reicht halt nicht, ne? Das reicht halt einfach nicht, Alter. Zum Kotzen. So, da kommt ein Zauberschein. Der reicht leider für Resladero. Aber Resladero hat nochmal einen Init-Boost auf Duraludon gepasst. Es sieht nicht gut aus für mich. Er hat schon zweimal ein Pokémon gekillt. Und ich nicht mal eins. So, kann der Sandsturm please reichen jetzt? Ja. Das Grasfeld hätte ihn nämlich wieder hochgeheilt. Zum Glück kommt der Damage vor dem Feld. Ja, schade, dass es nicht gereicht hat, ne? Schade. Schade, schade, schade. Hätte auch einen Flinch, ne? Oder whatever, aber ey, gut. Er hat noch die Dynamax und er hat noch drei Pokémon. Das sieht nicht gut aus für uns, um ehrlich zu sein. Also der Switch am Anfang in Duraludon hätte auf jeden Fall sein müssen. Das war ein massiver Missplay. Retrospektiv gesehen. Wir kriegen den Bedrohr auf das Ding raus, was ziemlich gut ist. Ich meine, er kann jetzt Mogel heben. Die Frage ist, ist Fuego schneller oder ist Hitmontop schneller? Na? Ich glaube, wir werden jetzt einfach Mogelhiebe traden. Und ich werde einfach Lichtkanonen, straight Lichtkanonen auf Togekiss. Na, da kommt der Mogelhieb und wir flinchen ihn zuerst. Das heißt, er hat auch gemogelhiebt, so wie es ausschaut. Und diese Barbiri-Beere juckt absolut niemand mehr. So, vielleicht, vielleicht können wir das Game noch rumdrehen? Können wir das Game noch rumreißen? Denn jetzt steht es 2-2 und er kann Hitmontop nicht mehr rausswitchen. Das heißt, er kriegt weder einen Bedroher noch einen Mogelhieb raus. Und Duraludon ist auf plus 1, outspeedet alles, hat noch Offensivbeste und Fuegro ist noch gut am Start. Aber wie gesagt, er hat noch die Dynamax. Das heißt, das, was jetzt kommt, ist potenziell sein Pokémon, was er Dynamaxen möchte. Und es ist ein Duraludon. Ja, moin! Oh, das wird jetzt, will ich für einen Nahkampf auf einen Duraludon gehen? Das Problem ist, dann tanken wir den Nahkampf nicht mehr von Hitmontop, ne? Ich könnte auf einen Dark Lariat gehen und auf den Draco? Fragezeichen. Ich gehe auf den Draco. Oh Gott, was ist mit meiner Facecam los? Der Sandsturm ist so stark. Ja, hoffen wir mal, dass das reicht. Hoffen wir, dass ein Draco... Ich meine, das Ding hat Garbage-Spätzdeff-Werte. Was lustig ist, weil es Spätzdeff-Spätzattack attackt. Ne? Aber, ja, schauen wir mal. Ich meine, wir outspeeden es. Und es ist ein Staff-Draco. Ich hätte vielleicht auf Nahkampf gehen sollen. I don't know, man. Aber dann hätten wir den Nahkampf halt nicht mehr getankt. So, gib einen Tempo-Heap. Ich hätte definitiv für einen Nahkampf gehen können. Oh mein Gott, das macht nichts. Oh mein goodness. Oh mein goodness. Well. Jetzt kriegen wir den Attack-Drop. Wow, warum zum Teufel dachte ich, dass das reichen wird? Warum zum Teufel dachte ich, dass ein Draco Meteor das Ding zusammen mit einem Dark Lariat, der zugegebenermaßen physisch ist, warum dachte ich, dass das reicht? Hat sein Hitmontop nur Tempo-Heap? Wenn ja, wäre das ganz cool für uns. Das Ding ist nur...
Warte mal, Dark Lariat, Statusveränderung des Ziels. Okay, also meine Veränderung juckt ihn nicht. Okay, ich muss auf den Flare Blitz auf den Hitmontop gehen und ihn dann nahkampfen, wenn er low ist. Wenn er wieder, ne, enddynamaxed ist. Aber er wird halt mehr als genug Damage machen, ne? Ist Fuego schneller als ein... Fuego ist schneller als ein Duraludon, okay. Kann aber auch sein, dass er einfach bulky ist und nicht init-mäßig oder so unterwegs, aber ja gut. Ja, das war's. Wenn das nicht reicht, wird ein +1 Tempo-Heap von Dingens reichen oder eben auch einfach nur der Sandsturm. Mein Missplay war auf jeden Fall Runde 1 nicht gegen Schlammwoge rauszutauschen, denn das hat einfach Gortrom. Ich habe irgendwie gedacht, dass ein gesplitteter Move getankt wird von einem Starter, weil Gortrom ist ja immerhin ein Starter und Starter tendieren dazu, ein bisschen bulkiger zu sein. Alter, was ist mit dieser Kamera? Die Kamera mal ein bisschen stabiler sein hier? Hallo, Kamera! Hey, Bruno! Schüttel mal die Kamera nicht so. Das war's. GG. GG an meinen Gegner. Warte mal, probieren wir hier mal. Oh Gott, Alter, was ist denn jetzt los? So, GG an meinen Gegner. Gut gespielt. Ich habe an der Stelle massiv missplayed. Alter, meine Kamera ist einfach am wiggeln. Ja, Hashtag wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Wiggle mit dem Wriggler. In den Chat. Aber wir wollen weiterkämpfen. Wir geben nicht auf. Das war definitiv der größte Fehler. Ich dachte, dass Starter immer ein bisschen bulkiger sind als andere Pokémon, was in der Regel der Fall ist. Ne? Sie haben immer ein bisschen mehr KP, immer anständige Def-Werte oder Spätz-Def-Werte oder whatever. Sie sind nicht immer die fragilsten Pokémon. Und Gortrop, naja, ich dachte, dass er einen gesplitteten Move frisst, aber wahrscheinlich hatte der ein Wahlglas. Hatten wir die Möglichkeit, das Team anzusehen? Ich hätte die Möglichkeit ergreifen sollen. Aber gut, so ist es nun eben. Ja, mit der wiggelnden Kamera müssen wir heute einfach mal leben, Freunde. da ich das nur in Between Parts ändern kann. Aber gut, wir gehen ins nächste Match. Ich hätte raus switchen sollen zu Duraludon, das wird mir nicht nochmal passieren. Hier haben wir aber sowieso grundsätzlich ein besseres Matchup, da er relativ viele Schwächen hat gegen Gortrom und gegen Ressladiro. Wir sollten vielleicht die beiden nicht on top nehmen, damit der Lead nicht so übel obvious ist. Weil Ressladiro und Gortrom sind wahrscheinlich mittlerweile schon relativ bekannt, denn die Starter sind jetzt schon über eine Woche draußen. So, will ich Fuego, will ich, nein, eigentlich will ich Duraludon? Ja, Duraludon wäre nice. Und Gastrodon, ne? Ja. Ich hatte Gastrodon nicht mal dabei. Ich hätte wirklich, zu Duraludon oder auch Fuego. Alles wäre besser gewesen, als in Gortrom drin zu bleiben. Schade, Gortrom hat nicht einen einzigen Move rausgehauen, aber das werden wir heute ändern. So. Ich muss mir in den Kopf rufen, deiner Düse gibt Gortrom einen Wahlschal und ist Stab, während der Kampfmove uns auf +1 bringt für die langsameren Pokémon. Ist allerdings nicht ganz so stark. Was haben wir noch? Ich glaube, den Steinhagel haben wir für die Glurak Whimsy Leads. Und dann haben wir, glaube ich, noch Iron Head, ne? Einfach damit wir unsere Def boosten können, wenn wir das denn wollen. Aber gut, schauen wir mal. Schubidubidubidubidub. Schau mal, meine Webcam tanzt mit. Meine Facecam. Woo! So, nice Strümpfe. Let's go. So mache ich auch übrigens immer Frauen im Club an. Ey, nice Strümpfe. Let's go. Das ist mein To-Go. Ne? Move. So, Graserzeuger. Das ist ganz gut. Die Sache ist die, er wird wahrscheinlich Lapras Dynamaxen, ne? Will ich an der Stelle das Liberlo angreifen oder greife ich an der Stelle des Lapras an? Ich glaube tatsächlich... Das Ding ist, er wird halt Lapras Dynamaximieren, ne? Und er wird für einen Ice-Move gehen. Und wir sind jetzt aber schneller...
als sein Libero. Ich werde nicht denselben Fehler... Moment mal. Ah, das ist jetzt wieder so ein übler Close Call, ne? Fuck my life. Fuck my life. Er wird safe, das Ding Dynamaxen und der Mogli wird nichts bringen. Oh mein Gott, mir ist die Zeit ausgegangen. Das suckt. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich das Libero Mogli heben soll. Ich war mir unsicher, wer von beiden der Dynamaxt. Und wollte eigentlich wieder Gortrom rauswechseln und ich habe es wieder nicht gemacht. Hoffen wir einfach mal, dass er was komplett anderes macht, als ich denke. Und das Libero Dynamaxt und... Keine Ahnung, mit dem Ding, mit dem anderen Ding für ein Dingens geht. Ding. Nein, es sieht so aus, als ob er Lapras Dynamaxen würde. Und der Mogli hat nichts gebracht. Hey, da hätten wir auch auf Holzhammer gehen können. Geil, Digga. Geil. Moin. Ja, jetzt geht er einfach auf den Ice-Move und auf den Feuer-Move. Und Gortrom wird wieder sterben. Es ist zum Kotzen, Alter. Ey, dieses... Das wäre so möglich gewesen zu gewinnen. Das wäre so hart möglich gewesen zu gewinnen. So, wenigstens ist das Libero weg. Das hat ihn wahrscheinlich ein bisschen überrascht, weil viele vergessen die Fähigkeit von Risladero. So, er geht natürlich für Gigamelodie auf Risladero. Oh, wow. Stellt euch vor, deine Max-Pokémon könnten geflincht werden. Well. Oh. Der Sandsturm bleibt. Er holt einfach so die Gigamelodie raus, ne? Geil. Alright. Aber wir haben die Runde überlebt. Und wir haben immer noch die Möglichkeit, die Dynadüse zu drücken. Also diese Facecam, Junge. Es tut mir leid, ich weiß, das wird wahrscheinlich einige Leute wieder triggern, aber... I don't know, man. So, er wird Primarene jetzt, protecten. Er wird Primarene protecten. Er kommt nicht rein mit einem Primarene. Ne. Bruder, you just got red like a button, boy. So, jetzt musst du zwei Moves pressen. Leider hat er jetzt die Gigamelodie rausgebracht, weil ich es nicht hinbekommen habe, richtig zu spielen und das Zeitlimit, ne, mich nicht auffressen zu lassen. So, da kommt jetzt aber trotzdem der Holzhammer und der reicht! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, Digga! Oh, Grasfeld, live auf Holzhammer, Junge! So, das war's nicht mit Risladero. Risladero tankt einfach noch einen Move, Digga. Also tankt einfach noch einen Sandsturm. Oh my goodness, ja. Yeah. I'm sorry, bro. I'm sorry. So, du wirst zwar wieder hochgeheilt. Ist okay, aber, ja, jetzt ist Gortrom auf plus 1 in it, ne? Da kommt Togetic. Habe ich noch eine Runde? Was macht mehr Damage? 130, beides. Okay. Ja. Das bringt eigentlich sowieso nichts. Was habe ich in the back? Duraludon und Gastrodon. Okay, vor Togekiss habe ich gar keine Angst. Ich gehe auf die Deiner Faust. Die wird resistiert. Macht absolut keinen Sinn. Aber der Holzhammer wird auf plus 1 gebracht. Und wir müssen Primarene rausnehmen. Primarene ist definitiv ein Threat. Double Protect geht nicht durch. Da kommt die Deiner Faust. Das ist nur Setup. Just a Setup vor mein Affen. Er ist nicht auf Spotlight gegangen. Spotlight hätte ihm hier den Arsch retten können, by the way. Ne? Schau, hier, die Schallwelle und das Spotlight. Aber... Das war's mit Primarena. Alter, ich liebe diese Kombo, Junge. Gortrom auf plus 1 ist so genius. So, Life Orb und Rückstoß vom Holzhammer killt uns. Da kommt der Zauberschein. Killt Risladero. Und jetzt haben wir noch ein Duraludon und ein Gastrodon.
um ein Togekiss zu knallen. So, und Togekiss kriegt keine Recovery, weil es den Boden nicht berührt. So, wir haben mit Duraludon den Expertengurt, womit er 20% mehr Schaden macht mit sehr effektiven Moves, was Lichtkanone ist. Na? Und hey, die Festkämpfer hat sich beruhigt. Jawohl, wer hat zu Urgel gebetet? Gib's zu. Schreibt mal in den Chat, wer von euch hat zu Urgel gebetet, während ich hier gewiper-battelt habe. So, ich glaube, wir gehen einfach nur für Eisstrahl und Lichtkanone und das dürfte es dann gewesen sein mit Torgekiss. So, schauen wir mal, was der Zauberschein macht. Das macht mehr als Hälfte auf Duraludon, das war kein Crit. Bräh. Ist das Wahlglas? Das ist Schwächeschutz. Oh. Er könnte immer noch gewinnen. Wegen der Gigamelodie. Wenn der Eisstrahl nicht reicht. Oh mein Gott, Digga. Holy shit, ich habe mir gerade in die Hose geschissen. Er hätte Gastrodon outspeedet und auf plus 2 in der nächsten Runde safe mit einem Zauberschein rausgeknallt, Alter. Oh my goodness. Huh, das war, da ist der Puls nochmal in die Höhe gegangen am Ende des Kampfes. Na? Freunde, das war's aber für den heutigen Part. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es weitergeht. In der Ladder mit unserem neuen Team, wenn wir dann die anderen Pokémon auch zeigen und hoffentlich nochmal so richtig nice Matches bekommen. Es freut mich, by the way, dass ihr immer noch am Start seid, dass ihr immer noch im Chat und auch in den YouTube-Kommentaren so aktiv seid und auch die Likes und die Daumen ballert und das Feedback von euch reinprasselt. Danke auch nochmal für alle, die sich Merch geholt haben. In der letzten Session habe ich ja da ein bisschen Werbung gemacht für unsere Website und so weiter. Ich appreciate den ganzen Support und ich, ja, freue mich und ich bedanke mich, dass der Content scheinbar immer noch so ankommt. Und das Wichtigste ist, mir macht es immer noch und wieder Spaß. Ich hatte so lange keinen Spaß mehr an Wi-Fi-Battles. Sonne und Mond, Ultrasonne, Ultramond, hat mich einfach nicht lange gecatcht. Und jetzt habe ich tatsächlich wieder einfach nur Spaß an Wi-Fi-Battles und muss mich nicht irgendwie überwinden, um irgendwie Aufnahmesessions zu machen und so. Und das ist für mich persönlich als YouTuber das allergrößte Geschenk. Wir sehen uns beim nächsten. Haut rein. Peace.